Was geht ab, Freunde? Ich bin's mal wieder, Benny. Und heute spielen wir mal wieder eine gepflegte Runde Team Deathmatch auf der Karte Villa. Ich benutze heute mal die Augen mit Doppelmagazinen. Außerdem als Perks benutze ich kugelsichere Weste, Flinkheit Pro und Ninja. Und ich muss sagen, die Aug ist ja eine meiner Lieblingswaffen und ich kann sie euch sehr gut empfehlen mit Doppelmagazinen vor allem, denn das Iron Sight ist klasse. Aber auch mit Schalldämpfer haut sie auch nicht rein. Ihr könnt eigentlich jeden Aufsatz draufpacken, den ihr wollt. Nun gut, ich möchte auf etwas zu sprechen kommen, und zwar ist es die Freundschaftsliste in Steam. Ich habe ja, beziehungsweise Nico hat ja meine Eddy in die Videobeschreibung der letzten Videos gepackt. Und es haben mich auch fleißig Leute geaddet. Ich habe die einen langen Zeitraum nicht angenommen. Und dann kamen schon Beschwerden von wegen, ey Benjamin, der nimmt ja gar nicht die Freundschaftsanfragen an. Wann nimmst du meine an? Und ich will mit dir zocken. Und ja. Ich habe es jetzt mal angenommen, es waren knapp 200 Stück. Und ich bin einer, der Sachen sehr, sehr gerne aufschiebt. Und deshalb hat es ein wenig gedauert. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist leider meine Schwäche, meine schlechte Angewohnheit. Ich schiebe Sachen wirklich sehr, sehr lange auf. Und ich habe mir dann immer wieder gesagt, 100, 180 oder 190 Anfragen waren es. Ich habe mir dann immer gesagt, nein, machst du morgen. Und so lief das vielleicht 2 Wochen lang. Und irgendwann habe ich dann mal mir die Zeit genommen, alle Anfragen zu beantworten, und es hat mich wirklich ein kleines Stückchen Zeit, hat mir wirklich, hat schon wirklich gedauert, knapp 200 Anfragen zu beantworten, aber ich habe es jetzt mal gemacht. Und ja, viele Leute fragen mich dann auch immer, von wegen, kann ich joinen? Und ja, ihr könnt joinen, wann ihr wollt, wie ihr wollt. Ist gar kein Problem. Zombie Mod, das spiele ich jetzt in letzter Zeit auch öfters mit Nico. Da spiele ich wahrscheinlich ausschließlich zu zweit, also es wird selten vorkommen, dass ich mit einem Abonnenten spielen sollte. Aber ja. Ja, dann möchte ich mal zu den schlechten Angewohnheiten zu sprechen kommen. Das ist nämlich auch meine Videofrage für heute. Was ist eure schlechte Angewohnheit? Und wer mir in die Kommentare schreibt, er hat keine schlechte Angewohnheit, der lügt, denn jeder hat eine schlechte Angewohnheit. Denn kein Mensch ist perfekt, und wer denkt, er wäre perfekt, der denkt falsch. Deshalb schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was eure schlechte Angewohnheit ist. Meine schlechte Angewohnheit, wie gesagt, ich schiebe Sachen sehr, sehr gerne auf, und es war eine Zeit lang wirklich krass, wie sehr ich das gemacht habe. Zum Beispiel, ja, letztes Jahr in Biologie, also ich war damals in der 9. Klasse, und da muss jeder Schüler eine GFS machen. Das heißt, das ist so ein schwieriges Wort. Gleichwertige Feststellung von Schülerleistung. GFS ist so eine Art Referat. Das dauert am Anfang in der 7. Klasse, dauert es noch 10 Minuten, dann in der 8., 15., in der 9. dann schon 20 Minuten. Und das zählt so viel wie eine Klassenarbeit. Und das macht man über ein Thema in einem Fach, das man gern hätte, über ein Thema, das man auch haben will. Man darf sich das aussuchen. Und letztes Jahr habe ich mich für Biologie entschieden, und ich habe das Thema Krebs ausgewählt, also die Krankheit. Und so eine GFS, die sollte man eigentlich schon ziemlich gut vorbereiten, denn es zählt wie eine Klassenarbeit, und durch so eine GFS kann man seine Note echt wirklich verbessern. Und ich wusste damals den Termin ungefähr 2 Monate, bevor ich dann die GFS halten sollte. Und ich habe mir dann immer so gesagt, nein, heute nicht, machst du morgen. Also an dem Tag, wo ich wusste, dass ich sie halten sollte, dann in 2 Monaten, da sagte ich mir, nein, du fängst morgen an. Und ja, am nächsten Tag, da wo ich eigentlich anfangen wollte, da dachte ich mir so, na nee, heute war ein echt ein anstrengender Tag, komm, da hast du morgen noch genug Zeit eigentlich. Und so lief das dann bis irgendwann am Freitag, da dachte ich mir, ja, nein, heute noch nicht. Morgens Wochenende, da kannst du anfangen, da hast du genug Zeit. Und so lief das dann die nächste Woche, die darauf und die danach auch noch. Und irgendwann hatte ich dann nur noch 1 Monat Zeit für meine GFS, was teilweise wirklich wenig ist. Im Jahr zuvor habe ich mir wirklich Mühe gegeben mit der GFS, ich habe mir Zeit gelassen, habe dann auch eine 1- bekommen, und die GFS, die war, ich möchte jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, aber die war wirklich ziemlich gut. Auf jeden Fall war es dann nur noch 1 Monat, und ich habe mir immer so gesagt, ja, letztes Jahr, da ging es doch auch schnell, und so groß kann das Thema ja nicht sein, ich werde da, ja, ich werde es schnell hinkriegen, meine GFS. Und da habe ich mir immer wieder gesagt, nein, machst du morgen, machst du morgen, machst du morgen. Und dann irgendwann eine Woche davor im Biounterricht, ich hatte schon teilweise echt verdrängt, meine Lehrerin im Biounterricht sagt so, okay, nächste Woche dürfen wir uns freuen, denn da hält Benjamin seine GFS. Ich so, what? Shit. Und an dem Tag, wow.
Ich bin nach Hause gekommen und habe mich sofort an den Rechner gehockt. Ich habe täglich mindestens 3 bis 4 Stunden an meiner GFS gearbeitet, habe recherchiert und Handouts erstellt und Präsentationen erstellt und meine Rede geübt, und es war wirklich krass. Und ich war danach so verfickt müde. An dem Tag, als ich die GFS gehalten habe, ich war einfach nur müde. Und es war wirklich scheiße, denn ich meine, wenn man eine GFS hält, ein 20-Minuten-Referat, dann sollte man schon ausgeschlafen sein und konzentriert. Und ich habe am Tag davor, ich glaube bis 12 Uhr, an meinem Referat noch gehockt, und es war wirklich nicht schön. Und es hat mir wirklich so gezeigt, dass man irgendwo auch Disziplin braucht und dass ich mir die wieder aneignen soll. Denn ich habe damals so ein bisschen meine Disziplin verloren, da ich eine Pause mit Schwimmen gemacht habe damals, denke ich mir. Ich war 7 bzw. 8 Jahre, ich weiß es nicht genau, war ich Schwimmer, auch leistungsmäßig, habe Wettkämpfe geschwommen und all das ganze Zeug. Ich bin 3 bis 4 Mal die Woche ins Training gegangen und da war ich wirklich noch sehr, sehr diszipliniert, aber nach 7, 8 Jahren, ich denke mir, ihr könnt es nachvollziehen, hat man einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit hin und her zu schwimmen. Deshalb habe ich damals eine Pause gemacht und für ein Jahr, einfach eine Pause gemacht, und da habe ich so ein bisschen meine Disziplin verloren, aber ich versuche das jetzt so wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich gehe jetzt seit 3 Wochen wieder ins Schwimmtraining und wow, es ist anstrengend, denn man muss erstmal aus dem Haus rausgehen. Also erstmal Sachen packen, dann aus dem Haus raus, dann zur Bahn, in die Bahn steigen, zum Schwimmbad fahren und dann noch seinen Trainingsplan durchziehen. Und ja, kurz bevor man rausgeht, denkt man sich immer so, nein, jetzt habe ich keinen Bock. Machen wir das, ich gehe morgen, ja. Also ich gebe es jetzt nur noch einmal ins Training, denn ich musste mir erstmal so wieder ein bisschen Kondition aneignen. Aber ich merke wirklich, dass es wieder ein bisschen funktioniert mit der Disziplin, denn es war letztes Jahr auch so, dass ich mir immer gesagt habe, wenn ich zum Beispiel nach Hause gekommen bin, hatte ich Englischhausaufgaben und dann dachte ich mir, nein, morgen hast du kein Englisch, das heißt, du kannst die morgen machen, und am nächsten Tag habe ich es dann wieder verdrängt, ich habe es vergessen, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und dachte mir, shit, wir hatten Englischhausaufgaben, in die Schule gesprintet, Hausaufgaben abgeschrieben, und jetzt versuche ich das einfach wirklich wieder ein bisschen zu bessern. Ich gehe ins Schwimmen, ich versuche jetzt meine Hausaufgaben immer dann zu machen, wenn ich sie auch wirklich aufbekomme. Denn schlechte Angewohnheiten, die kann man wirklich, ja, ich sag mal, abtrainieren. Die müssen nicht für immer bleiben. Und deshalb, schreibt einfach in die Kommentare, was eure schlechte Angewohnheit ist. Denkt mal drüber ein bisschen nach, über eure schlechte Angewohnheit. Guckt mal, wie ihr sie vielleicht ein Stückchen verbessern könnt, dass sie nicht mehr so stark ist. Ich mache das wirklich gerade auch und ich gebe mir wirklich Mühe. Denn schlechte Angewohnheiten sind schlecht, wie der Name ja schon sagt. Und deshalb schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne ein Abonnement da lassen. Wenn nicht, dann behaltet es für euch. Ich bin jetzt raus. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.